Es ist doch immer wieder schön, dabei zu stehen und zuzusehen, wie andere etwas vollbringen. Und sei es nur das Pinselschwingen. Und wie die Farbe langsam deckt die Wand. Wer vorsichtig davon geleckt, kann sagen, von welcher Firma sie ist. Sofern er natürlich ein Feinschmecker ist. Und vertauscht er dann heimlich den Farbenkübel, ist das für den Streichenden relativ übel. Teuflisch ist auch das Malgeschäft, wenn uns ein lieber Nachbar äfft und uns, und ohne dass wir es merken, ins Handwerk pfuscht, bei unseren Werken. Wenn er, wie es hier das Paulchen tut, das eben angestrichene übermalt, vielleicht auch noch aus reinem Übermut, na, wenn er dafür nur nicht zahlt. Besonders schwierig ist der Böse zu erkennen, der immer das Gestrichene überstreicht, wenn beide um eine Litfaßsäule rennen und so der Böse unsichtbar entweicht. Weil, wer sich hinter etwas stellt mit List, ist's nicht aus Glas, halt nicht zu sehen ist. Es ist wohl klar, dass quergeteilte Türen wie keine anderen dazu verführen, sofort zu ändern, was der erste tat und was aus vielen Gründen nicht gefallen hat. Das gibt's, dass manche Leute manche Farben hassen. Wenn sie eine andere lieber wollen, soll man sie machen lassen. Zufrieden hat der kleine Mann sein Werk beendet. In einer Farbe strahlt das ganze Zimmer. Doch kaum, dass er den Rücken wendet, kommt Paulchen an. Nein, so ein Schlimmer. Wenn man zum Farbesprühen den Rasensprenger nimmt, wird's auch schön gleichmäßig. Doch, ganz bestimmt. Der Flintenlauf ins Fenster ragt, das dürfte auch nicht sein. Das Paulchen hat nicht lang gefragt, es schüttet Farbe rein. Und siehe da, beim ersten Schuss kommt statt des Schuss ein Farbenguss. Es folgen einige noch nach, so wird das Haus mitsamt dem Dach blitzneu, auch ohne Pinselstrich. Hier fehlt noch was, bedanke mich. Thank you.
Fräulein hat in seiner Wut die Farben all begraben. Nun, meint es, wird es endlich Ruhe vor Paulchen Panther haben. Doch aus der Erde, ei, wer hätte das gedacht, sprießt's bald herauf in schönster Farbenpracht. Das Paulchen reibt sich froh die Hände. Für ihn ist das ein schönes Ende. Er muss nicht unter großen Qualen sich Baum und Blumen selber malen. Ein Kuss dafür dem Männlein klein. Und unser Paulchen zieht gleich ein.